Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe auf der grünen Pixelwelt. Heute geht es um diese Baustellen, die eigentlich ein Provisorium als Ergebnis haben. Und dieses Provisorium, das lebt dann am längsten. Was ich damit meine und was unsere Fußbodenheizung damit zu tun hat, seht ihr nach dem Einspieler. Wer kennt nicht den Spruch, es ist nichts beständiger als das Provisorium. Und so ist es bei uns auch hier in dem Haus. Man baut ja auch mal was, so als Heimwerker, wo man am Anfang so denkt, naja, ich probiere das erstmal aus. Ich will jetzt hier auch keine Substanz verletzen und ich gucke mal, ob sie es überhaupt irgendwie bewährt. Und ich baue das mal so, dass wenn ich es wieder rausreiße, ich hier nicht einen größeren Schaden habe als vorher. Und genau so ein Ding ist unsere Fußbodenheizung im Flur und im Esszimmer. Das ist entstanden 2015, 2016. Ich kam jetzt da drauf, weil ich durch Zufall beim Festplatte aufräumen Videoaufnahmen gefunden habe von der Installation. Die spiele ich euch auch mal rein, wie ich das da hingefuscht habe. Man muss das ja wirklich sagen. Also ich warte schon auf die Kommentare hier auf dem Kanal. Damals ging es darum, wir haben das Haus gekauft und das Haus hatte im Erdgeschoss überall ganz hässlichen Teppichboden, den haben wir rausgerissen. Und darunter kam ein wunderschöner alter Fußboden zum Vorschein. Also einmal so mit so roten Steinen und dann einmal mit Terrazzo-Fußboden. Das war ganz toll und ich fand das auch toll. Und wir haben uns auch echt Mühe gegeben, das schön abzuschleifen, sauber zu machen, von diesen Teppichresten zu befreien. Und das ganze Ding hat nur einen Nachteil. Im Winter ist dieser Fußboden schweinekalt. Das heißt, das Haus wird von unten aus diesem Erdgeschoss richtig kalt. Ist ja logisch, da ist keine Isolierung drunter und nichts. Also mussten wir da irgendwas machen und letztendlich habe ich gedacht, okay, damals kamen gerade auf den Markt so diese ersten Nachrüst-Fußbodenheizungen, die so aus einer Styroporplatte mit eingefrästen Leitungsbahnen besteht, wo man dann Schläuche reinklicken kann, die man dann wiederum ans Heizungsnetz anschließt. Und diese Billig-Fußbodenheizung, ich glaube, ich habe damals bezahlt 450 Euro für roundabout, ja, das sind ungefähr 35 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, die wollte ich dann einbauen. Und dann soll das ja eigentlich verklebt werden, dann soll das oben drüber verspachtelt werden, dann kommt dann der Fußbodenbelag drauf, wie auch immer. Ich hätte aber in meinem Kopf, wenn das irgendwie nicht so wirklich was ist und der schöne Fußboden und jetzt klebst du das alles zu. Also habe ich damals wirklich gefuscht, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, und habe einfach diese Styroporplatten einfach so verlegt. Immer mit dem Hinterkopf, wir probieren das erstmal so aus und habe dann die Leitung reingeklemmt und habe diese Leitung stumpf an unser Heizungsnetz angeschlossen. Das heißt, ich habe den Heizungsstrang im Esszimmer durchtrennt und bin dann mit einem T-Stück rein. Eigentlich wollte ich es löten, habe dann aber festgestellt, das sind Eisenrohre, die haben gar nicht den Durchmesser, den ich eigentlich brauche. Aber zum Pressen ging das auch und es ist seit 7 Jahren perfekt dicht. Und in diese ganze Montage kamen dann diese Kunststoffrohre rein, die dann letztendlich das warme Wasser unter dem Laminat langführen. Im Flur das gleiche in Grün in der Diele habe ich es auch so gemacht. Da habe ich einen Heizkörper weggenommen und habe an den Strang halt auch unten den Verteilerkasten gesetzt. Deswegen sieht das halt so ein bisschen so aus, als ob da irgendwie ein Heizkörper fehlt. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Spruch vom Anfang. Nichts ist so beständig wie das Provisorium. Das Ding ist jetzt seit 7 Jahren so in Betrieb und wir sind da super happy und zufrieden. Also das Laminat liegt da jetzt stumpf drauf. Es ist allein mit der Styropor schon super warm unten in der Diele. Ich habe das auch mal hochgehoben. Ich dachte, na, bildet sich da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Kondens nach unten oder so. Nein, das tut es nicht. Es ist auch nicht angefangen zu gammeln an den Seiten. Es strahlt nach oben ab. Wahrscheinlich isoliert das gut nach unten, deswegen auch kein Kondens. Und das Laminat da oben einfach drauf ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Wärmeleiter. Aber wie man hier sieht, auch an unseren Hunden, die mögen das. Die suchen sich immer die warmen Schleifenstellen und legen sich da hin. Also insofern ist unser Provisorium jetzt irgendwie dann doch zur festen Installation geworden. Vielleicht mache ich das nochmal schön mit dem nächsten Fußbodenbelag, dass ich dann das doch mal irgendwo spachtel und ja, ordentlich
mit Armierungsgewebe und Spachtel mache. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Vielleicht bleibt es auch einfach so liegen. Wird bestimmt noch mal 7 Jahre halten. Ich bin gespannt. Heute gibt es diese Nachrüst-Fußbodenheizung. Natürlich alle schon ein bisschen schicker. Da ist das auch nicht nur einfach Styropor, sondern da gibt es noch eine Alukaschierung oben drauf, habe ich jetzt gesehen. Das ist hier wirklich ein Billigprodukt gewesen, aber es hält und es ist auch jetzt noch alles dicht, es ist nicht porös geworden. Ich werde jetzt nochmal unsere Ecken hier so ein bisschen, die ich ja so ne, zugestellt habe, hier mit Fenjas Bank oder auch hier mit dem Stuhl im Flur. Da kommt jetzt noch ein vernünftiger Kasten umzu, damit es verteilt ist und dann passt das. Ja, und dann habe ich jetzt mit unserer neuen Wärmebildkamera, die ich ja jetzt gerade hier mal am Ausprobieren bin, eigentlich für unsere Wärmepumpe, habe ich mal ein paar Aufnahmen gemacht von dieser Fußbodenheizung. Ja, und man sieht ja wunderbar und toll, wie die Schläuche hier verlegt sind. Man kann den Weg wunderbar nachvollziehen. Das geht also durch das Laminat durch. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, vielleicht war es ja auch eine Inspiration, selbst eine kleine Fußbodenheizung nachzurüsten. Das geht auch manchmal einfach, hält auch. Ja, geht bestimmt auch professioneller und besser, aber die Frage ist ja immer, muss das sein? Also das hält jetzt hier so seit irgendwie 7 Jahren. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar zu dieser Fuscharbeit, die ich hier gemacht habe. Und abonniert den Kanal am besten mit Glocke. Dann verpasst ihr auch nicht den nächsten Beitrag, denn da geht es darum, dass ich mit dieser neuen Kamera, mit der Wärmebildkamera mal an unsere Wärmepumpe rangehe, denn die ist innen drin wirklich nicht gut. Die Leitungen sind innen drin wirklich nicht gut isoliert und das wollen wir uns mal angucken, was da so abstrahlt und ob wir das verbessern können. Bis zum nächsten Mal hier auf der grünen Pixelwelt.